Seid ihr herzlich willkommen. Ein Wochenorakel bis 20. November. Du möchtest etwas Neues starten. Du hast die Leichtigkeit, aber du darfst nicht leichtsinnig sein. Du musst alles gut überprüfen, überlegen. Du kannst nicht einschätzen, was passiert gerade, wenn du einen Schritt nach vorne machst. Hast du immer noch den sicheren Boden unter deinen Füßen oder stürzt in die Tiefe? Und das löst Unsicherheiten aus. Es ist alles auf den wackeligen Füßen. Du hast schon Erfolg, Ansehen und Anerkennung, aber bleib für einen Moment stehen und schau diesem goldenen Taler an. Kümmere um die Finanzen, mach Gedanken, wie soll das beruflich weitergehen, sei mit deinen eigenen Werten auch bewusst und vor allem höre auf deine Intuition. Du kannst aber sicher sein, dass nach dieser Pause kommt Erfolg und eine neue Richtung. Diese Karte bedeutet die Partnerschaft, Verbindungen, auch Verträge, eine neue Richtung, Ausland, Auslandskontakten, Reisen. Bleib im inneren Gleichgewicht und Harmonie. Es steht alles im guten Sternen oder kann auch bedeuten, es wird alles so sein, wie das in Sternen geschrieben ist. Diese Karte bedeutet aber auch die Spiritualität und hier kannst du deinen Platz einnehmen im Leben. Triffst du wichtige Entscheidungen oder lernst du etwas Neues? Andere beobachten dich, besonders im beruflichen Umfeld. Sie schauen das an, was du gerade machst. Hier leistest du ein Meisterwerk, aber du bekommst zu wenig Anerkennung dafür, weil andere behandeln dich wie ein Lehrling. Lass es nicht gefallen. Zeig Kraft, Mut oder Begeisterung. Und immerhin bist du hier die Königin und hier auch, weil du hast das Wissen und Können und deine Kraft und dein Mut. Und du kannst wirklich behaupten, auch beruflich. Aber es gibt noch hier Einschränkungen, das geht aber zu Ende. Und dann kommt ein Neuanfang, eine neue Richtung, auch beruflich. Aber auch in die liebe Partnerschaft. Du wirst wichtige Entscheidungen treffen und er aber auch. Oder hier klärt sich etwas auf und hier sind die Angebote. Sei eher zurückhaltend momentan, beobachte die Geschehen. Und wenn dieses Angebot da ist, dann kannst du diese Situation beherrschen. Und beide Karten zeigen dann einen Neuanfang, auch beruflich, auch in die liebe Partnerschaft. Aber nicht zu schnell, unüberlegt handeln, weil das wäre leichtsinnig. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.